Als ich 10 Jahre alt war, konnte ich schon schwimmen. 子句在前面，主句在后面。那现在呢？我们学过子句嘛，对不对？我们可以把这个主句放在前面，那个子句放后面。那你要注意到句型。 Ich konnte schon schwimmen, als ich 10 Jahre alt war. Konntest du schon Deutsch sprechen, als du 10 Jahre alt warst? 那如果会的话呢，你会说， Als ich 10 Jahre alt war, konnte ich schon Deutsch sprechen oder ich konnte schon Deutsch sprechen, als ich 10 Jahre alt war. 厉害，简单是不是？ Als ich 10 Jahre alt war, konnte ich schon Russisch sprechen. Quatsch! Doch, ich konnte schon Russisch sprechen, als ich 10 Jahre alt war. Wow. Als ich 4 Jahre alt war, konnte ich schon 10 Kilometer Marathon laufen. Ach was! Ich konnte 10 Kilometer Marathon laufen, als ich 4 Jahre alt war. Doch! Als ich 15 Jahre alt war, konnte ich schon mit dem Auto auf der Autobahn fahren. Quatsch! Doch, ich konnte schon mit dem Auto auf der Autobahn fahren, als ich 15 Jahre alt war. Als ich 17 Jahre alt war, konnte ich schon mit dem Flugzeug fliegen. Quatsch. Als ich 17 Jahre alt war, konnte ich schon mit dem Flugzeug fliegen. Aber als Passagier oder als Pilot? Als Passagier. So. 我们刚刚好像又炫耀嘛，对不对？什么10岁的时候会讲俄文呢？什么17岁的时候会坐飞机，还是会开飞机呢？ 那我们的反应就是很自然。他跟我讲，戴克刚跟我讲，我几岁的时候会怎么样？怎么样？我说我才怪，乱讲。我可以说 Quatsch oder Ach was。 再一次哦，呀，我十八岁的时候我已经会开飞机了。 Als ich 18 Jahre alt war, konnte ich schon fliegen. Quatsch. Quatsch. 所以他的意思就是说乱讲才怪的意思嘛，对不对？可是呢，我还是说，是啊。 我会啊，那我就说 doch， 但是那个 doch 没有办法翻译的。中文我不知道中文应该怎么说呢？像比方说，哎，我18岁的时候已经会开飞机，然后你说才怪，我说是啊，我会啊，那就是 doch。 我们再看一下 quatsch，quatsch 就是那个乱讲的意思，胡说八道的，怎么念呢？ quatsch，quatsch， 然后另外一个就是 ach was。 Ach was， 就是哪有呢？才怪，不可能呢！再一次哦，你就是说，是啊，我会啊，那就是 doch， doch， danke。 Als ich 12 Jahre alt war, durfte ich schon wählen， 投票 wählen。 Als ich 12 Jahre alt war, durfte ich schon wählen。 Ach was？ Doch， ich durfte schon wählen。 Quatsch。 Doch， ich durfte schon wählen， 但是投票还要选择呢。那我中午要吃什么东西？因为投票选择德文都是 wählen， mit 18 oh nee, mit 10 durfte ich schon wählen， 没错啊，是啊 ，doch， 就是这么简单。就是这么简单 ，doch， doch， 就是这么简单了。 真的，就是这么简单。